Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Generator Deck Profile, weil ich halt nicht wusste, wann der Support kommt. Ich habe letztens erst eins gemacht, aber bei den Leaks ist halt immer so eine Sache, kommt das in einem Monat, kommt das in zwei Monaten, erst kommt es schon diese Woche, keine Ahnung. Und ja, deswegen nochmal ein Deck Profile, spielt halt nicht wirklich jeder und ich denke, den ein oder anderen wird es halt interessieren, wie ich das jetzt spiele. Ist wirklich ein cooles Deck geworden, hat jetzt auch so eins, zwei kleine Kombos, die man vielleicht wissen sollte, gerade mit Trias gibt es eine coole Kombo, wie man auf Baron kommt mit einer Karte und das zeige ich euch am Ende des Videos, was man da alles als Endboard haben kann und sage ich mal so die wichtigen Kombos. Und das Deck hier ist knapp bemessen, wir haben nicht so viel Platz, ich kann auch nicht so viel rausnehmen, weil man halt eine gewisse Anzahl spielen muss. Ich würde auch gerne evenly spielen, aber wir müssen uns hier nur mit dem Flederwich abgeben. Ja, also hier ist wirklich ein bisschen wenig Platz im Deck. Aber wir fangen an. Wir spielen ein DD Kobold, der dient für eine Combo für hier Wahrsagerin des Herolds mit der Trias. Reicht einmal aus, damit man halt eine Baron machen kann, First Turn. Maxi, Ash Blossom, Imperm und Called by the Grave. Sollte, denke ich, klar sein. Dazu muss ich jetzt nicht wirklich sagen. Wir spielen hier drei Wahrsagerinnen des Herolds. Die dient nur für die Combo für Baron. Die zeige ich euch am Ende des Videos. Ja, und dreimal, weil halt wirklich eine Baron auf dem Endboard halt schon wirklich nett ist. Und damit kann man halt auch schon Handtraps baiten, bevor man dann die Handtraps auf die Fieldspell abbekommt. Dreimal Lopter, weil wir haben nicht so viele Normal Summons. Wir haben eigentlich nur den Diviner und den Lopter und das sind unsere einzigen Normal Summons und deswegen können wir den auch locker dreimal spielen. Der kann sich selbst als Tribut anbieten, sich dann eins aus dem Deck Special ein Generator Monster und so können wir dann eventuell auch für eine Madel gehen. Bei der Madel ist es so, die searcht halt eine Generator Karte und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie zweimal spielen soll, weil wenn man sie auf der Hand hat mit zum Beispiel Vala, dann kann man halt searchen im Turn. Oder wenn man halt einen Lopter noch hat, kann man sie auch rausspecialen und wieder searchen. Ja, also wenn man sie auf der Hand hat, ist nicht so bad. Und wenn man Lopter hat, ist es halt auch nicht so bad, sie zu specialen. Ja, deswegen bin ich am überlegen, sie zweimal zu spielen. Aber wie gesagt, Platz ist so eine Sache. Ich muss das jetzt auch noch testen, wie das mit einer ist. Ich habe vorher zwei gespielt, aber ich wollte halt eigentlich auf 40 Karten kommen. Aber naja, also wie gesagt, wenn die gespecialt wird, können wir eine Generator-Karte von unserem Deck der Hand hinzufügen. Einmal Nidhogg, der negiert eine Special Summon, indem wir ein Generator Monster als Tribut anbieten. Ja, also hier auch eine nette Karte. Die können wir auch mittlerweile nur einmal spielen, weil sie halt auch vom Friedhof specialt, was ganz nett ist. Bei ihr ist es dann so, wir können ein Generator Monster als Tribut anbieten, dann können wir eins vom Friedhof specialen. Also die ist quasi so eine Wiedergeburt, ist auch ein Quick Effect, kann man im Gegner-Turn auch noch machen. Ist ganz nett, reicht hier aber mittlerweile einmal aus. Utgarda. Wir bieten zwei Generator Monster als Tribut an und können eine Karte vom Gegner banishen. Wählt leider, aber man kann damit auch Backrow schießen. Ja, also es ist nicht nur auf Monster beschränkt, man kann damit auch Zauber- und Fallenkarten wegmachen. Dann das beste Generator Monster mit Lopter zusammen wahrscheinlich ist hier H. Der hat einen sehr netten Effekt mittlerweile. Wenn der Gegner sich was der Hand hinzufügt, können wir den Effekt aktivieren, dass er ein Monster von seiner Spielfeldseite oder von der Hand auf den Friedhof legen muss. Das heißt, wir können den Gegner auch in unserem Turn quasi zwingen, eine zu ziehen, dann eine von seiner Hand an unser Monster dran zu hängen. Dadurch, dass er sich was der Hand hinzugefügt hat, können wir noch ein Monster von seiner Hand auf den Friedhof legen, wenn er nichts auf dem Feld hat. Also das ist wirklich eine nette Kombi und er ist halt ein Omni-Negate, wenn wir zwei Generator-Monster als Tribut anbieten. Ist wirklich gut und da gibt es auch First-Turn-Interaktionen, wo wir halt dem Gegner Handkarten wegnehmen können, was ganz nett ist. Und ja, einmal Trias dient halt wie gesagt für die Baron-Kombo. Dann haben wir hier noch die neue Karte, die Vala. Und die hat den Effekt, wenn die in unserer Hand oder unser Friedhof ist, dann können wir eine andere Generator-Karte abschmeißen. Dann kann man sie specialen und wenn die gespecialt wird, ganz wichtig, die muss nicht von der Hand oder vom Friedhof gespecialt werden. Das heißt, sie muss einfach nur gespecialt werden. Dann können wir ein Generator-Monster von unserer Hand oder von unserem Friedhof spezial beschwören. Das heißt, das waren die ganze Zeit Bricks hier, die großen Monster. Aber dadurch, dass man jetzt Vala hat, hat man die ganz gerne auf der Hand. Weil dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Madel habt, ihr schmeißt Vala ab plus Madel.
Und dann könnt ihr die specialen und könnt Martel auch mit specialen. Das heißt, ihr habt eine Xyz Summon und ihr kriegt noch einen Surge dadurch, was ganz nett ist. Sie wird verbannt, wenn sie das Spielfeld verlässt, aber wenn ihr die als Xyz-Material nehmt, verlässt sie nicht das Spielfeld. Das heißt, ihr habt die dann wieder im Friedhof und könnt ihr für den nächsten Spielzug nehmen. Sie ist auch Feuer, das heißt, ihr müsst da keine Angst um die Bestials haben. Finde ich auf jeden Fall ganz nett und sollte man auf jeden Fall dreimal spielen, weil die halt viel ermöglicht. Lederwich für Labyrinth, dann Törichtes Begräbnis. Wenn man wirklich mal keine Wale hat, kann man sie damit auf den Friedhof legen, weil die muss ja eigentlich auch nur auf dem Friedhof liegen oder halt auf der Hand. Und so kriegen wir sie in den Friedhof und können dann eventuell unsere Kombos machen. Generator Boss Quest ist ein Searcher. Wir zeigen Generator Monster in unserer Hand vor. Dann können wir uns zwei Zauber und Fallen von dem Generator Deck Thema vom Deck der Hand hinzufügen. Dann legen wir das Monster, was wir vorgezeigt haben, unter das Deck. Ist ganz nett, wenn man halt mehrere von denen auf der Hand hat und will irgendwie eins aus dem Deck specialen, kann man es zurücklegen und dann specialen, wenn man das möchte, weil es dann wieder im Deck ist. Ist gut, ich würde die halt auch gerne öfter spielen, aber wie gesagt, ich habe hier wirklich Platzmangel in dem Deck, deswegen eher nicht. Deswegen spielen wir auch nur zwei Kuchikiri-Fluch. Ist halt auch sehr geil jetzt, die zu spielen, weil vorher ist man eigentlich immer so Minus gegangen. Man hat die halt im Grave gehabt, weil sie halt Bricks waren. Aber jetzt, wenn man halt Kuchikiri-Fluch auf der Hand hat, plus man hat hier eine Vala, dann kriegt man sie in den Grave und kann den Effekt halt trotzdem noch benutzen. Und plus man kann zwei Karten ziehen, weil wir legen ein Monster der Stufe 9 von unserer Hand auf dem Friedhof und dann können wir zwei Karten ziehen. Man kann auch von der offenen Spielfeldseite nehmen, was auch ganz nett ist, aber ich würde es halt immer von der Hand machen. Gerade mit Vala ist das schon sehr, sehr stark. Der Generator Spielfeldzauber. Das ist das Herzstück von dem Deck. Erstmal, wenn wir was im Gegnerspielzug specialen, also ein Generator Bossmonster, dann können wir so viele Tokens beschwören, wie es geht. Und wenn der Gegner sich was der Hand hinzufügt, auch wenn er in der Draw Phase was zieht, dann können wir ein Generator Monster vom Deck spezial beschwören. Das macht die Field Spell halt wirklich gut. Und wenn dann noch ein bisschen Support kommt, noch ein bisschen mehr Zauber oder Fallenkarten, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal durchstartet, das Deck, weil die Field Spell halt wirklich insane ist. Vielleicht auch was, dass man die ein bisschen protecten kann oder so. Ich meine, man hat Omni Negates, man kann die protecten, ja, aber Generator fehlt noch so ein bisschen was und wenn es Xyz-9er sind, richtig gute, dass es durchstarten kann. Aber wie gesagt, das war die Field Spell. Called by, wisst ihr alle, dann Monstrosität des Weltvermächtnis, auch eine coole Karte. Erstmal können wir ein Monster der Stufe 9 von unserer Hand specialen als erster Effekt. Ist auch eine Schnellzauberkarte. Das heißt, wir könnten auch einfach damit Vala beschwören, um den Effekt zu triggern. Geht auch. Oder wir wählen ein Monster der Stufe 9 und beschwören zwei andere mit unterschiedlichen Grundtypen und Eigenschaften. Das haben die fast alle, ja. Und das macht es halt wirklich einfacher, den zweiten Effekt zu benutzen. Das heißt, wir specialen eins raus und können dann einfach zwei andere specialen, mit denen wir dann Xyz machen. Ihr müsst dann aber auch aufpassen, weil die werden dann während der Endphase zerstört. Aber wenn ihr die halt als Xyz-Material nehmt, solltet ihr da keine Probleme haben. Und das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig geworden, damit man halt im First Turn halt mehrere Monster rausspecialen kann. Im Turn hatte ich ja schon gesagt, wir spielen einen Generator-Bosskampf. Da zwingt man den Gegner quasi eine zu ziehen und wir können Field Spell von unserer Hand, nicht von unserem Hand, von unserem Friedhof oder vom Deck aktivieren. So war der Effekt. Ist ganz nett, Gegner zieht aber eine Karte, deswegen spiele ich die nicht so gerne. Braucht man jetzt auch nicht so oft im Deck, weil wir halt schon dreimal haben. Landform hat halt ein bisschen wehgetan, aber was soll man machen? Die letzte Fallenkarte in unserem Deck ist Generator Bossraum. Wenn der Gegner was auf unsere Generator-Effekte aktiviert, auch auf die Field Spell, dann können wir eine Karte abwerfen und der Effekt von dem Gegner wird zu dem Effekt, also ist quasi ein Negate. Jeder Spieler zieht eine Karte, also wir werfen eine ab und beide Spieler ziehen eine nach und damit können wir halt auch wieder Effekte triggern, wie zum Beispiel den H, was ganz nett ist und die können wir searchen, deswegen spielen wir sie auch einmal. Das war es jetzt erstmal zum Main Deck. Wir kommen zum Extra Deck. Man spielt Entis einmal und Garura einmal wegen dem Sammler hier. Dazu komme ich gleich. Entis, wenn die auf den Friedhof gelegt wird, was wir mit dem Sammler können, können wir eine Karte vom Gegner schießen. Und mit Garura können wir eine ziehen, was ganz nett ist.
Und deswegen spielen wir die einmal, weil wir die Effekte doppelt triggern können mit dem Sammler. Baron sollte auch jeder kennen. Ich spiele zwei Phantomfestungen, weil man damit die Gegnerhand so ein bisschen verringern kann. Was hat er denn für einen Effekt? Also er hat erstmal einen Non-Target-Banish. Wir können eine zufällige Handkarte vom Gegner banishen. Wir können eine vom Grave banishen. Oder die oberste Karte vom Deck offen vom Gegner, ja? Wir müssen dazu ein Material abhängen. Ist leider kein Schnelleffekt, sonst wäre die Karte komplett busted in Generator. Aber der Effekt mit der Handkarte verbannen finde ich ganz nett. Vor allen Dingen, weil wir den theoretisch zweimal im First Turn holen können. Mit einem H zusammen. Das heißt, wir können den Gegner einfach drei Handkarten rippen in der Theorie, ja? Und das ist halt schon sehr, sehr strong. Wir spielen zweimal den Jormungandr. Ist eine starke Karte mittlerweile. Jeder zieht eine Karte und dann hängt er eine Karte von seiner Hand an ihn dran. Für jede Karte als Material, was er hat, bekommt er 1000 ATK und Death. Damit kann man zum Beispiel auch die Field Spell triggern in unserem Spielzug, ja. Deswegen ist er schon ganz nett, aber wir müssen den jetzt spielen. Wegen der neuen, wegen Leviathan, muss man die jetzt spielen, weil durch ihren Effekt kann man den rausspecialen und ja, man muss ihn quasi rausspecialen, weil das einzige Generator Xyz-Monster ist, zusammen mit ihr, und man muss ein anderes beschwören. Ist ein bisschen tricky, aber hey. Deswegen zweimal den Burschen hier. Einmal Katze mit neuen Leben, ist auch wieder so eine Wiedergeburt. Heiliges Baumungeheuer ist ein Omni-Negate, was ganz nett ist, reicht aber auch einmal aus. Der Sammler wird mit eines der besten Extra-Deck-Monster sein, zusammen halt mit Baron und Leviathan. Warum spielen wir den Sammler? Wenn der Xyz beschworen wird, können wir ein Extra-Deck-Monster auf den Friedhof legen. Ja, das heißt, wir können jetzt Entis senden oder Garura. Dann hat er als Effekt, wir können zum Beispiel zwei Materialien abhängen und dann zwei Karten von unserem Friedhof an ihn dranhängen. Wir können aber auch eine abhängen und eine von unserem Friedhof dranhängen. Das heißt, wir können den Effekt aktivieren. Also erstmal senden wir eine. Dann schießen wir was mit Entis zum Beispiel, weil wir die gesendet haben mit dem Sammler. Dann aktivieren wir den Effekt von dem Sammler in unserem Spielzug. Hängen ein Material ab und hängen sie dann dran, die Entis. Und wenn er dann zerstört wird, können wir durch seinen eigenen Effekt was negieren vom Gegner. Plus, sie wird ja wieder auf den Friedhof gelegt. Das heißt, wir können nochmal eine zerstören. Was ganz nett ist, selbe gilt auch für den Garura, wenn wir Handkarten brauchen. Wir beschwören den Sammler, senden Garura vom Extra-Deck auf den Friedhof, ziehen eine Karte, aktivieren den Effekt vom Sammler, hängen den Garura vom Friedhof an den Sammler dran. Wenn er dann zerstört wird, können wir wieder eine Karte ziehen. Also deswegen spielen wir den guten, außerdem sieht er sau cool aus und ja, ist ein Stufe 9er Xyz-Monster, was einen guten Effekt hat. Leviathan, sehr, sehr strong, habe ich ja glaube ich schon mal erklärt gehabt. Sie hat als Schnelleffekt, wir können die als Tribut anbieten und so viel Materialien, wie sie hatte, können wir von der Gegner-Spielfeldseite oder vom Friedhof als Material an ihn dranhängen. Wir können auch unsere eigenen Karten nehmen. Also man specialt dann quasi den Jormungandr und nimmt dafür Karten als Exil-Material vom Gegner. Ist ein starker Effekt, plus sie hat halt noch, dass alle Gegnermonster 1000 ATK und Death verlieren. Das heißt, ist schon schwierig, dann über die drüber zu kommen. Und halt der Schnelleffekt ist wirklich strong, wenn der Gegner irgendwie was sendet. Wir aktivieren den Effekt und hängen dann zwei Materialien ab und bieten sie als Tribut an und können dann halt einfach zwei Karten vom Gegner an sie dranhängen. Ist auch gut gegen Labyrinth, wenn der Gegner nur was settet. Wir aktivieren den Effekt und hängen einfach mal zwei Karten von ihm an ihn dran, wenn wir ihn specialen. Ist auf jeden Fall insane. Zeus, weil wir viel Xyz spielen, einmal IP und einmal Einhorn für den Gegner. Ist ganz nett, ihr könnt auch anstatt Einhorn könnt ihr Avramax spielen, zusammen mit IP, auch sehr, sehr strong. Und im Großen und Ganzen war es das hier mit dem Main Deck. Ich habe jetzt wirklich nochmal alles erklärt und ich zeige euch jetzt so die Standard-Kombos, die ihr auf jeden Fall wissen sollt. Hier habe ich auch die erste Kombo für euch mit der Wahrsagerin des Herolds. Also wir normal beschwören die, aktivieren den Effekt. Das ist jetzt die Baron-Kombo. Das heißt, wir können ein Feenmonster von unserem Main-Deck auf den Friedhof legen. Man könnte hier zum Beispiel auch Vala nehmen, die ist auch eine Fee. Also man kann hier schon einiges senden, wenn man das möchte. Man könnte auch Entis nehmen. Deswegen spielen wir die dreimal, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben, die zu benutzen. Aber wir senden uns hier die Trias auf den Friedhof, weil wir möchten ja Baron machen. Wir können den Effekt von Trias benutzen.
indem wir Wahrsagerin als Tribut anbieten. Das heißt, wir können die Trias specialen. Das aktiviert dann den Effekt von der Wahrsagerin, weil sie als Tribut angeboten wurde. Das heißt, wir können jetzt ein Feenmonster der Stufe 2 oder niedriger vom Deck specialen. Das ist unser DD-Kobold. Wir haben hier jetzt einen 1er Empfänger plus ein Stufe 9 Monster. Guess what, was das ist? Nämlich eine Baron. Also wir haben hier einfach eine 1-Karten-Baron. Plus wir haben hier jetzt noch die Field Spell. Wir haben jetzt Maxi auf der Hand, plus wir können noch eins vom Deck specialen. Das heißt, wir würden hier in H oder in Lopter gehen, je nachdem, und hätten dann noch ein Omni-Negate auf dem Spielfeld. Also jetzt nur eine Normalbeschwörung plus Field Spell sind zwei Omni-Negates. Ja, also das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Das war jetzt die Standard-Kombo halt für die Baron. Ich zeige euch hier jetzt so ein paar Freestyle-Kombos, so vielleicht drei Stück. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht so eine gute Hand. Ja, wir haben Trias, die ist auch eine Handtrap. Wir können zum Beispiel drei Feenmonster als Tribut anbieten. Dann können wir eine Karte vom Gegner zerstören plus zwei Karten ziehen. Wie kriegen wir so viele aufs Feld? Die Generator Token, die wir durch die Field Spell beschwören, sind alle Fee. Das heißt, wir können die einfach als Tribut anbieten, sie specialen, auch vom Friedhof. Das ist ein Schnelleffekt von der Hand oder im Friedhof. Und das ist halt schon insane. Was wir hier jetzt zum Beispiel machen können, ich habe euch ja die Combo gezeigt mit Trias, damit wir auf Baron kommen. Aber wir können mit der Wahrsagerin noch ein bisschen mehr machen. Wir können die hier jetzt als Normalbeschwörung beschwören. Effekt. Wir senden jetzt durch ihren Effekt einfach Vala. Ja, Vala ist jetzt im Grave. Wir aktivieren den Effekt von Vala. Die schicken wir auf den Friedhof. Wir können sie specialen. Dann aktiviert sich der Effekt, weil sie spezial beschworen wurde. Dann können wir Utgarda specialen. Und können dann ins Extra-Deck gehen. Also wir haben hier, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt auf Leviathan enden. Ja, man kann dann zwei Karten vom Gegner wegmachen. Oder man geht auf Phantomfestung und klaut dem Gegner eine Handkarte und hofft, es ist irgendwas Gutes. Die bessere Empfehlung von mir für euch ist immer auf Leviathan zu enden, wenn ihr nicht so eine gute Hand habt, so wie ich eben. So, unsere Hand war wirklich nicht gut. Wir haben hier jetzt aber trotzdem, was haben wir auf dem Spielfeld? Wir gehen mal in die Gegner Endphase oder in Mainphase erstmal, damit ich zeigen kann, was wir hier überhaupt haben. So. Der Gegner hat sich jetzt was der Hand hinzugefügt, das heißt, wir können den Effekt aktivieren von unserer Field Spell. Und wir können jetzt ein paar Special, man kann auch hier auf Lopter gehen, machen auch viele. Das mache ich nur, wenn ich Fault bei habe. Dann, weil wir was in seinem Spielzug gespecialt haben, können wir hier jetzt Tokens beschwören. So, und jetzt, was haben wir hier auf dem Spielfeld? Wir haben hier ein Omni-Negate auf dem Spielfeld. Plus, wir können dem Gegner eine Karte zerstören, indem wir die drei auf dem Spielfeld als Tribut anbieten. Oder halt auch nur zwei. Dann haben wir immer noch den Omni-Negate live von H. Plus, wenn er sich was der Hand hinzufügt, muss er ein Monster abschmeißen. Oder vom Spielfeld auf den Friedhof legen. Wir können ihn zwei Handkarten rippen. Und wir haben dann noch einen Beatstick auf dem Spielfeld, weil wir Jormungandr kriegen, ja. Also wir haben hier schon ein bisschen was auf dem Spielfeld und das mit einer schlechten Hand, ja. Ich zeige euch jetzt noch eine andere Freestyle-Kombo. Ich zeige euch hier jetzt, wie so ziemlich die meisten Endboards aussehen werden von Generator, ja. Wir haben hier jetzt Vala auf der Hand mit Mardell, was schon mal insane ist. Wir können hier jetzt zum Beispiel den Effekt aktivieren von Vala. Wir pitchen Mardell. Können sie dann specialen. Dadurch, dass sie gespecialt wurde, können wir jetzt Mardell spezial beschwören. Und dadurch, dass wir Monstrosität haben, wird's insane. Dadurch, dass Mardell jetzt gespecialt worden ist, können wir jetzt eine Generator-Karte searchen. Das ist dann egal, welche. Man kann ja jetzt überlegen, okay, geht man jetzt auf Lopter oder auf irgendwas anderes. Was man hier machen kann, wenn ihr jetzt so wie ich Generator-Boss-Quest auf der Hand habt, könntet ihr euch hier ein Generator Boss Monster searchen, anstatt hier nur die Field Spell, weil dann kriegt ihr noch mehr raus. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den H, können dann Generator Boss Quest jetzt aktivieren, dadurch, dass wir jetzt ein Stufe 9 Monster auf der Hand haben oder Generator Monster, holen uns die Field Spell ran.
und können jetzt noch eine holen. Hier unser Negate, sage ich mal. So. Jetzt könnten wir Field Spell aktivieren. Ja, kann man machen. Und dann könnten wir in der XC gehen, die setzen und das wäre es. Aber dadurch, dass wir jetzt Monstrosität noch haben, können wir die aktivieren. Wir wählen jetzt irgendeine, ist egal. Jetzt können wir hier noch zwei Stück specialen. Ist eigentlich wurscht, würde ich fast sagen. Ich würde aber mal die zwei hier einfach nehmen. Bam. Und bam. Wir haben jetzt in einem Spielzug erstmal 4 Stufe 9 Monster gespecialt. Da müsst ihr wie gesagt aber bedenken, der wird zerstört in der Endphase, der wird zerstört in der Endphase. Was wir hier dann machen können, ist mehrere Sachen. Wir haben jetzt 4 Stück auf dem Spielfeld und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt zweimal hier Phantomfestung machen und den Gegner 2 Handkarten rippen, ja. Also dann hat er nur noch 4 Stück in seinem Spielzug auf der Hand, ja, wenn er die nachgezogen hat. Was man machen kann, ist hier zum Beispiel in Jormungandr gehen, dem Gegner eine ziehen lassen, dann wird jeder eine dranhängen an ihn, würde auch nochmal die Field Spell triggern, das heißt wir können nochmal ein Generator Monster aus dem Deck spezial beschwören, ist eine Möglichkeit. Was man auch machen kann, ist in Ungeheuer gehen plus Leviathan machen. Was ich euch auch empfehlen würde, außer ihr seid so, sage ich mal, ein bisschen wild unterwegs. Was auch gehen würde, ist, ihr lasst H auf dem Spielfeld. Die Effekte sind nicht negiert, wenn die durch die Monstrosität beschworen werden. Ihr könnt damit auch Mardel beschwören und searchen. Das geht auch. Was ihr auch machen könnt, ist, wie gesagt, ihr könnt Jormungandr gehen. Plus, dann könnt ihr den Effekt aktivieren und mit dem Gegner eine Handkarte rippen und noch eins aus dem Deck specialen, dann in die Phantomfestung gehen und dann nochmals. Also ihr habt unfassbar viele Möglichkeiten, hier was zu machen. Wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, Leviathan zu gehen und ihr geht in das Baumungeheuer, dann habt ihr im Gegnerspielzug könnt ihr noch ein Haar beschwören, was ein Omni-Negate ist, plus ihr könnt eine Handkarte rippen. Ihr könnt 2 Karten vom Gegner als Material an Jormungandr dranhängen durch den Effekt von Leviathan. Ihr habt ein Negate noch durch das Baumungeheuer und ihr habt noch hier einmal Generator Bossraum. Ja, also ihr habt da 4 Interruptions theoretisch. Aber was ich gerade gemeint habe mit der Combo mit ihm und ihm, der wird dann halt in der Endphase zerstört, was ein bisschen sad ist, aber ich zeige euch das mal kurz. Also wir lassen den jetzt liegen. Wir nehmen hier einfach mal die gute plus den machen wir. Wir nehmen hier nur 2, beschwören den hier rein. Hier ist Jormungandr. Dann aktivieren wir den Effekt. Wir hängen sie ab, weil die will man ja eigentlich im Friedhof haben. Jeder zieht eine Karte. Kuchikiri-Fluch brauche ich jetzt nicht wirklich. Das heißt, ich hänge die dran. Gegner hängt eine dran. Jetzt aktiviert sich der Effekt von H, weil der Gegner sich ja was der Hand hinzugefügt hat. Und unsere Field Spell aktiviert sich hier auch noch. So, das resolved jetzt. Das heißt, wir können hier nochmal ein Generator Monster Spezial beschwören. Wir könnten in dem Fall auch jetzt hier Hela nehmen. Gegner schmeißt ein Monster ab. Dann könnten wir den Effekt von Hela benutzen, weil unser Haar wird ja eigentlich eh verschwinden. Das heißt, wir könnten sie wieder specialen. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nochmal theoretisch in die Phantomfestung zu gehen, um den Gegner noch eine Handkarte zu klauen. Oder wir gehen hier in Leviathan. Problem hierbei ist nur, wir haben einen Jormungandr schon auf dem Feld. Das heißt, es bringt uns nichts. Wir könnten auch in IP gehen. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was auch geht natürlich, wir gehen hier in die Katze mit 9 Leben. Können wir auch machen. Katze mit 9 Leben. Wir hängen Vala wieder ab und können dann ein Monster vom Friedhof specialen. Wir gehen jetzt in den H. Haben jetzt H auf dem Spielfeld. Jetzt könnten wir auch wiederum sagen, hey, ich will noch eine Exe machen. Wir können hier in Heiliges Baumungeheuer gehen oder in Phantomfestung. Wir könnten auch eine IP machen, wenn wir Bock drauf haben. Und ihr seht, was das Deck eigentlich alles machen kann. Wir können es auch einfach so liegen lassen, haben dann Omni-Negate plus den Schnelleffekt plus wir haben hier noch Generator-Bossraum, was uns ein bisschen
Möglichkeiten offen lässt. Aber wenn ihr sagt, ihr seid besonders wild jetzt, ja, nehmen wir die zwei, holen die Phantomfestung. Effekt Phantomfestung, wir hängen einfach mal hier ein Material ab und aktivieren den Effekt. Wir pitchen jetzt zum Beispiel die Hela, nehmen ihm noch eine Handkarte, können jetzt eine setten, gehen in die Endphase über und das ist jetzt erstmal unser Endboard. Gegner hat sich was der Hand hinzugefügt, hat auch nur noch vier Karten auf der Hand. Das heißt, wir aktivieren den Effekt, können dann hier in Lopter gehen, wenn wir das möchten. Mache ich meistens aber sehr, sehr ungern. Ich beschwöre hier immer H, damit ich den Omni-Negate schon auf dem Feld habe. Wir kriegen unsere Tokens. Geh mal auf On. Gegner settet eine Karte. Wir können hier dann den Effekt von Lopter aktivieren. Wir bieten einen Token als Tribut an. Könnten dann auch Vala beschwören, wenn wir den Platz hätten. Dann könnten wir wieder eins vom Grave Special, weil die muss ja nur spezial beschworen werden. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen viel. Aber so seht ihr das komplette Potenzial mal von dem Deck. Und jetzt haben wir hier den Omni-Negate. Gegner settet jetzt zwei Karten. Da könnten wir dann sagen, okay, ich möchte jetzt den Effekt von Jormungandr aktivieren. Wir hängen unseren Kuchikiri-Fluch ab. Das heißt, jeder zieht eine Karte und hängt eine dran. Ich würde jetzt einfach mal hier unser Monstrosität dranhängen. Und das aktiviert dann den optionalen Effekt wieder von H. Der Gegner muss ein Monster von seiner Hand wieder auf den Friedhof legen und ihr seht, wir können da schon ein bisschen was machen von der Gegnerhand und nächste Runde ist der Gegner eh tot. Also das war jetzt mal, sage ich mal, das volle Potenzial, was ihr von dem Deck gesehen habt, was ich wirklich insane finde, was man mit dem Deck jetzt alles machen kann. Wir hätten auch einfach drei Omni-Negates hinklatschen können, aber so habt ihr jetzt mal gesehen, was ich mit dem ganzen Zeug meine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Sage ich ciao, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Generator.